Hi, mein Name ist Markus Pohle. Ich studiere derzeit im dritten Jahr Humanmedizin und kandidiere dieses Jahr für die Studienvertretung. Ich bin seit meinem ersten Jahr an der RH und bin derzeit Referent für Sport und Gesundheit. Damit bin ich für alle Sportveranstaltungen unserer Uni zuständig. In den folgenden zwei Jahren würde ich mich gerne auf folgende drei Punkte fokussieren: die hybride Lehre, die Erhöhung der Aufwands- und Tätigung im KPJ und persönliche Beratungen. Die hybride Lehre ist ein Punkt, der heutzutage eigentlich selbstverständlich sein sollte. Sowohl Präsenz- als auch Distanzlehre haben eindeutige Vorteile, die wir in den kommenden Jahren miteinander verknüpfen müssen. Die Aufwandsentschädigung wurde jetzt vor kurzem das erste Mal seit ihrer Einführung erhöht. Trotzdem ist das noch keine faire Entlohnung für das, was wir im klinischen Alltag leisten. Genau das will ich in den nächsten zwei Jahren ändern. Leider gibt es nicht für alle Probleme eine allgemeingültige Lösung. Und genau deswegen ist es mir wichtig, dass alle jederzeit die Möglichkeit haben, eine persönliche, auf sie zugeschnittene Unterstützung zu bekommen und dass man dann gemeinsam eine Lösung finden kann. Ich würde mich freuen über die Möglichkeit, in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit meinen Kolleginnen von der WUM, Alexis Treitler, Jakob Hütter, Noam Hartmann, Nicole Brunner und Yannick Suhr, diese und noch weitere Projekte umsetzen zu können. Vielen Dank!